Willkommen zu einer neuen Runde von Elder Scrolls 3 Morrowind. Und ja, wir laden natürlich sofort den letzten Spielstand. Habe ich nicht schon von euch gehört? Ja, wir hatten schon das Vergnügen. Ankunft in Vivec. Ja, Mann. Das kann hier mit Sicherheit sehr lustig werden. Vermute ich. Denn wenn man sich das hier anguckt, wie weitläufig das Ganze ist und wie viele verschiedene Wohninseln es hier so gibt. Gut, wir stürzen uns einfach mal ins Getümmel. Kurz eine Info vorweg. Ich habe ein paar Sachen installiert. Zum einen habe ich nach besseren Fonts Ausschau gehalten. Also die Schrift ist jetzt etwas klarer und besser zu lesen. Ich hoffe, das macht sich auch in meinen Vorlesekünsten entsprechend bemerkbar. Und zum anderen habe ich diesen Morrowind Code Patch installiert, um ein paar Sachen zu fixen. Morrowind soll wohl den ein oder anderen Bug haben. Ja, also auch nach Release. Oh, sehr schön. Auch nach Release war Morrowind alles andere als bugfrei. Jo, und da habe ich mir auch dann gedacht, wenn man schon, da sind die Gefängnisse, wenn man schon die Möglichkeit hat, dagegen etwas zu tun, dann sollte man das auch machen. Und von daher habe ich mir dieses Ding dann mal einfach mal installiert. Gut, nur zur Information. So, wir schauen uns hier mal ein wenig um. Was ist denn hier alles Schönes? Außer flackernde Lichter. Oh, ein Händler. Das ist mal schon mal nicht schlecht. Platzier da mal rein. Balen Andrano mit Wache. Fangen wir an, welche Worte habt ihr mir zu sagen? Dir gar nichts. Bei den dreien, meine Rechte und Pflichten. Ja, okay. Kleinen Moment. So. Also mit dir habe ich gar nichts zu bereden. Ich bin hier mit dem Händler im Gespräch und so. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wie kann ich euch... Entschuldigung, das fängt ja wieder gut an. Wie kann euch dieser arme Händler heute helfen? Ich habe sehr günstige Preise, da ich kürzlich eine Pechsträhne hatte. Aha, eine Pechsträhne, warum? Die Geschäfte liefen in letzter Zeit nicht gut. Wir bekommen die Lieferungen nicht mehr so regelmäßig wie früher. So sind die Preise für uns ganz schön gestiegen. Dann gibt es noch Jen drüben im Fremdenviertel. Sie hat immer Waren, also hat sie auch immer Kunden. Ich würde wirklich gerne etwas an dieser Lage ändern. Okay, das haben wir ja gerade erfahren. Weitere Informationen bekommen wir nicht. Was will er denn da ändern? Ich glaube, ich habe da eine Lösung. Falls ihr eure Hilfe anbietet... Neulich stieß ich auf ein Ding, von dem behauptet wird, es habe magische Eigenschaften. Es ist der Knochen eines Zwerges, der schon lange tot ist. Wenn ihr ihn an einem bestimmten Platz in Jens Laden legen könntet, dann dürfte er ihr nichts als Unglück bringen. Nun ja. Ach, was soll's, ich glaube, ich sage einfach mal, ich helfe ihnen. So. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Der Knochen muss in eine Truhe in der Nähe ihres Bettes gelegt werden.
Während sie ruht, müsste der Knochen dann seine magische Arbeit tun. Das bringt sie in Schwierigkeiten. Vielleicht mache ich dann endlich mal ein paar Geschäfte. Naja. Ganz eindeutig etwas verkühlt. Grauer Hals und laufende Nase ist nicht unbedingt gut. Naja, wir werden das irgendwie überstehen. Ja, also ich habe da so ein bisschen Magenschmerzen bei, muss ich ja schon sagen. Aber okay, hey, tun wir ihm einfach mal den Gefallen. Und ja, was hat er denn so Schönes anzubieten? Beziehungsweise welche Sachen könnte ich verkaufen? Gehe erstmal auf Sonstiges. So, ich kann da nämlich zumindest ein Buch schon mal loswerden. Das hatte ich mir durchgelesen und wie gesagt, ihr hattet ja die Möglichkeit, es euch ebenfalls durchzulesen. Insofern kann das weg. Ja, das ist der Zwergenknochen. Okay. Okay, das sind die Zaubersprüche. Die Steuerakte schleppe ich auch immer noch mit mir rum. Brauche ich mit ihm eigentlich auch nicht mehr, aber verkaufen kann ich die wohl kaum. Tagebuch des Ikarus, das hatten wir auch gelesen. Ich glaube, das kann ich auch mal, genau, sollte ich es doch nochmal brauchen, was ich nicht glaube. Ich weiß ja, wo es ist. So, Dietriche, Fackeln und vielleicht mal festhalten. Eine Schüssel, weg damit, was ist das? Die Seelensteine halte ich erstmal noch fest. Die Hämmer und so weiter sowieso. Moment. Naja. Dann, was haben wir hier? Festes Wasser. Okay, Wiederherstellung. Lebensenergie wiederherstellen. Entzug, Charisma. Okay, okay, okay. So, Kleidung. Schleppe ich da irgendwelche Sachen mit mir rum, die ich nicht gebrauchen kann? Ja, das ist durchaus der Fall. Was haben wir hier? Die Sklavenfesseln. Glaub, sowas brauche ich nicht. Ich mal. Kommen wir auch mal weg. So, okay, okay. Alles andere muss wohl oder übel bleiben. Die Bewaffnung sowieso. Achso, das ist sowieso alles dann. Ja. Das ist hier ein bisschen viel, aber ich kann mich immer so schlecht trennen unter Dingen, von denen ich noch nicht genau weiß, wie ich sie denn letztendlich verwerten kann. Das ist immer so eine Entscheidung. Ich lass das mal. Sollte mal irgendwann, vielleicht die Sachen hier entsprechend anwenden bzw. lernen, wie man daraus entsprechende Zauber kreieren kann. Gut. Dann gehen wir mal durch. Was hat er denn Schönes anzubieten? Das ist... Nein. Wäre... Ja gut, im Bereich Stoßen sind die natürlich nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob ich sowas direkt brauche. Was haben wir denn hier Schönes? Grausamer Funkenpfeil. Wäre wahrscheinlich interessant, wenn man denn auch einen Bogen hätte. Gehen wir mal auf die Kleidung. So, Eisen, Eisen, Eisen. Hat da so einiges. Armschienen, die brauchen wir nicht. Wir haben ja die Handschuhe. Einschienen. Auch Schulterplatte. Ey. Die wiegen direkt wieder 10. Und da brauchen wir natürlich 2 Stück von. Einen Augenblick. Wäre natürlich so ein Punkt zu überlegen, sich sowas auch anzuschaffen. Stiefel oder so. Eisenstiefel. Ey, wäre 20. 19. Da kommen die Stiefel. Das sollten wir uns
gönnen. Okay. Ein Stiefel. Gut, da muss ich mich gleich drum kümmern. Kriege ich die hier ausgezogen? Okay, dann versuche ich da mal noch den Verkaufswert ein wenig nach oben zu schrauben. Ich sollte es vielleicht nicht übertreiben. Jawohl, das funktioniert ja wunderbar. Gut. Dann rüste ich mich mal eben hier mit den Teilen aus. Hallo, Stiefel anziehen. So. Gut. 241. Also diese Schulterdinger wären natürlich auch nicht schlecht. Dann wäre ich bei 261. So ein Levelaufstieg wäre nicht verkehrt. Auf der anderen Seite eine vernünftige Rüstung auch nicht. Ach komm, was soll's. Wir müssen nochmal handeln. Und zwar, wo sind sie denn? Einmal die linke und einmal die rechte. Her damit. So. Um den Preis ein bisschen zu drücken. Hey, sehr gut. Das hat sich dann im Bereich Feilschen direkt bemerkbar gemacht. Finde ich gut. Ich mache einen Freudensprung. So, dann werde ich mich mal ganz kurz noch ausrüsten. Ich kann es mir nicht merken. So, okay. Damit wäre unsere Rüstung soweit wohl komplett. Sehr gut. Das ist natürlich jetzt so ein Punkt für sich. Viel mit mir rumschleppen kann ich nicht mehr. Ja, dann werden wir mal nach dieser besagten Dame Ausschau halten. Kleinen Moment mal. Ich guck noch mal. Gut. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Bewahrt weder Schwäche noch Fehler in euch. So, ich habe mich bereit erklärt, den Dwemer-Knochen in Jens Laden zu platzieren. Andorano sagt mir, dass ich den Knochen in eine Truhe nahe dem Bett der Händlerin legen muss, damit der Knochen, während sie schläft, seine böse Arbeit verrichtet. Wenn ich jedoch dabei entdeckt werde, wird die Magie ihre Wirkung nicht entfalten können. Ob ich das schaffe? Zurück. Das ist bekannt. Gut, ja. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen. Ganz kurz nochmal. Im Fremdenviertel, da habe ich das doch richtig in Erinnerung gehabt. Wir müssen also erstmal ins Viertel der Fremden. Wie komme ich denn da am günstigsten hin? Jetzt kurz mal hier den Turbo einschalten. So. Na, komm schon. Hallo? So. Was ist das? Ich brauche die Karte. Ach, das ist das Fremdenviertel. Da gucke ich schon in die richtige Richtung. Ich bin jetzt hier, genau, Redoran. Und da wäre das Fremdenviertel. Sehr schön. Oh, ich muss eine Etage tiefer. Da sollten doch hier irgendwelche Gänge sein, die nach unten führen. Und, ja, dann gucken wir mal, dass wir den Knochen da in diese Truhe gesteckt bekommen, ohne entdeckt zu werden. Das ist schon ziemlich imposant hier, finde ich. Also, das macht schon was her, hier diese ganze Anlage mit den verschiedenen Wohninseln. Und Vivek ist schon recht groß. Aber werden wir lange unseren Spaß dran haben. Nehme ich mal an. So. Wie komme ich denn jetzt hier? Also, erstmal gucken.
den nächsten Aufstieg finden. So, ich habe dummerweise gerade einen Zauber gewechselt. Das wollte ich gar nicht. Genau, den will ich. Moment. Ah, hier geht's hoch. Dann stürzen wir uns hier mal ins Getümmel. Aber vorher wird gespeichert. Der Zwergen. Na. Knochen. So. Okay, okay. Rein hier. Jo. Ich denke mal, da wird es wohl rausgehen. Oh, Moment, Augenblick. Wer ist er denn? Könnt ihr eure Fragen kurz fassen? Der gute Marcel Maurarz. Diese Namen. Mir geht's gut, danke. Was kann ich für euch tun? Die neuesten Gerüchte? Habt ihr gehört? 7 Opfer? Hier in Vivek? Alle mit durchschnittener Kehle? Als nur ein paar Fremdländer getötet wurden, haben die Ordinatoren keine großen Wirbel gemacht. Aber nun, da 2 ihrer eigenen Leute mit Kehle die Kehle aufgeschlitzt wurde, scheinen sie in der Halle der Gerechtigkeit sehr beunruhigt zu sein. Ich hörte, dass die Wache insgeheim nach ganz besonderer Hilfe sucht. Etwas, das 2 Ordinatoren töten kann, bevor sie noch ihre Schwerter ziehen, verlangt wahrhaft nach ganz besonderer Hilfe. Ja, Tagebuch wurde aktualisiert. Lebt wohl. Danke für die Auskunft. Da werden wir uns früher oder später wohl drum bemühen müssen oder kümmern müssen. Verzauberungen. Okay, gut zu wissen. Das ist aber im Augenblick nicht mein Ziel. Ich weiß nur nicht. Worum geht es? Ach, wenn du mich schon gerade ansprichst, Es ist gar nicht so übel, wenn man es erst einmal kennenlernt, Namdos. Was sucht ihr denn in Vivek? Die gute Sefinisarion. Ja, oh, man kann mit ihr handeln und man kann Ausbildung bekommen. In was denn? In Feilschen, Wortgewandtheit und Athletik. Ach, weißt du was? Ich investiere mal ein bisschen was in Wortgewandtheit. Das brauche ich auf jeden Fall. Auch RL. In dieser Fertigkeit versierte Charaktere können andere durch Schmeicheln, Einschüchtern und Verhöhnen beeinflussen. Die Gesprächspartner sind eher gewillt, Informationen preiszugeben oder dem versierten Sprecher wichtige Aufgaben anzuvertrauen. Ja, die 55... die investiere ich da mal. Naja, gut, ein Punkt mehr. Besser als nix. Ich muss weiter. Fasst euch also kurz. Ich fasse mich sehr kurz, indem ich uns einfach weitergehe und ich ignoriere. So, warte mal hier. Da geht's wahrscheinlich raus oder so. Obere Bodensektion, okay. Ja, gute Frage. Wo werden wir wohl diese Dame finden? Jetzt wird wahrscheinlich auch zu der oberen Bodensektion gehen, oder? Ja, genau. Da wird es sehr wahrscheinlich rausgehen, dort auch. Hier sind keine Händler mehr oder irgendwelche anderen... interessanten Leute. Anscheinend nicht. Gut, dann würde ich doch mal sagen, gehen wir mal in die obere Bodensektion in der Hoffnung, dass wir dann dort fündig werden. Rauf mit dir.
kümmert euch um eure Dinge. Das mache ich schon. Idonia Munia. Ja. Nein. Dies ist die heilige Stadt Vivek. Seid dankbar. Kann ich euch helfen, jemand Bestimmten zu finden? Oder schaut ihr euch nur um? Im Augenblick bin ich nur damit beschäftigt, mich umzusehen. Ich bin Idonia Munia, Heiler. Oh, das ist gut zu wissen. Sehr schön, sehr schön. Hast du irgendwelche neuesten Gerüchte für mich? Na, das ist die Geschichte hier mit den 7 Opfern, das kennen wir ja schon. Führerdienste. Weiß sie was über die gute Dame? Nicht viel mehr, als ich schon weiß. Kleinen Moment. Jemand bestimmten. Auch nichts Neues. Kleines Geheimnis. Das ist sehr schön. Das ist auch nichts Neues. Beruf haben wir ja schon erfahren. Ja. Dann sage ich erstmal, leb wohl, aber vielen Dank für eure Auskunft und gut zu wissen, dass ihr eine Heilerin seid. Was wünscht ihr? Hallo, Rolasa Ohren. Um eure Dinge. Ich bin dabei, mein Freund. Und wenn ich dabei bleiben soll, dann solltest du mich besser in Ruhe lassen. So. Willkommen in Vivek Nandos, bla bla bla. Okay. Was macht sie denn so? Sie ist Alchemistin, die gute Rolasa. Aha. Okay. Ich sage es immer, leb wohl. Weil sie ist ja nicht mein eigentliches Ziel. So, tja. Meine Rechte und Pflichten. Ja. Bei den dreien oder bei den zweien, das ist mir egal. Wer bist du? Beißer. Beißer, heißer Beißer. Kümmert euch um eure Dinge. Die gehen mir ein wenig auf den Keks. Ist gar nicht so übel, wenn man es erstmal kennt. Das wissen wir schon. Wie oder was bist du denn? Weißer ist Händler. Das ist gut zu wissen. Dann lebt erst einmal wohl. Handeln will ich im Augenblick nicht. Aber ich komme gerne darauf zurück. So. Ja. Ja, das möchte ich auch mal gerne wissen, wo der Sklave schon wieder steckt. So, wo steckt denn hier die... Wir sind doch hier im fremden Viertel, ja, genau. Besagte Händlerin. Ergebt euch den Dreien, den Geistern und den Herren. Sind sehr redselige Wachen. Ja, bei den dreien. Wo finde ich die denn jetzt? Gut versteckt, die gute Dame. Meine Rechte und Pflichten. Tja, da geht's auch nur raus, ne? Hallo? Ja. War die vielleicht doch in der unteren Sektion zu finden, oder? Habe ich hier irgendjemanden übersehen? Die gute Dame hatten wir auch. Ja, Schnudel. Bitte was? Bei den Zweien lässt du mich auch hier durch. Um eure Dinge. Ich bin dabei, mein Freund, ich bin dabei. So, tja. Es ist Nacht. Ah, es geht noch weiter hoch. Vielleicht ist sie ja hier in den oberen Bereichen zu finden. Wer weiß. Das ist der Platz. Deckt bloß dieser Sklave. Das ist wirklich eine Frage. Magiergilde? Interessant, wie man hier so alles trifft.
So. Ja, ja. Geh du mal deiner Wege. Ich gehe dir meine Wege. Kriegergilde. Aha. Schön, schön. Darf ich immer durch? Kümmert euch um eure Dinge. Was muss ein Mädchen hier eigentlich machen, damit es mal beachtet wird? Miet. Tja, da gibt's so Dinge. Okay. Interessant hier. Doch, muss ich schon sagen. Ja, nur die Händlerin, die habe ich immer noch nicht gefunden. Noch ein Schmied. Zwei Schmiede. Zwei Gilden. Aber weit und breit. Ja. Keine Händlerin. Habe ich da vielleicht den Namen irgendwie? Bei den drei. Das ist tatsächlich. Rechte und Pflichten. Sehr seltsam. Ein Viertel ist richtig. Magiergilde, das ist der Schmied gewesen. Wird leider noch nicht alles angezeigt hier. Jo, die Dame ist gar nicht so einfach zu finden, was? Gut, wir werden sie auf jeden Fall finden, nur das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. So will ich doch hoffen. Vielleicht können uns die drei ja dabei helfen. Ich wünsche auf jeden Fall euch alles Gute und gehabt euch wohl.